Herzlich willkommen zurück zu The Longest Journey. Wir stehen vor dem Mercury-Kino, wo Cortez sich höchstwahrscheinlich drin aufhält. Auch wenn das noch geschlossen ist, wer weiß, wie er da reingekommen ist. Und ja, wir müssen jetzt also einen Weg finden, uns dort irgendwie reinzuschleichen. Allerdings haben wir hier immer noch Freddy Malone stehen, der das Ganze ja bewacht. Wir müssen ihn jetzt also noch irgendwie, ja, beschäftigen mit irgendwelchen Dingen. Und deshalb werfen wir doch jetzt mal hier einen Blick auf den Sicherungskasten. Okay, hier scheinen wir aber nicht ranzukommen. Es gibt ein Schloss. Vorsicht. So ein Aufkleber gehört an das Leben. Vorsicht. Das Leben wird sie früher oder später umbringen. Tja, ich fürchte, das Schicksal ereilt uns alle irgendwann mal. Ein Zickzackblitz. Schönes Wort, Zickzack. Eine Art Schlüsselloch. Ja, und ich fürchte, dafür brauchen wir erstmal einen Gegenstand, um das zu öffnen. Und den besitzen wir leider nicht. Und Freddy hat mit Sicherheit auch nichts, was uns helfen könnte. Deshalb, ja, gehen wir mal wieder zurück und besorgen uns Werkzeug. Und zwar von Mickey. Der hat ja den ganzen Tag gestern im Kanal rumgewerkelt. Und da werden wir bestimmt irgendwie noch fündig werden. Oh, ich habe vergessen. Da lag noch der Hut auf der Straße. Das hatte uns der Freddy Malone erzählt, aber den können wir auch auf dem Rückweg mitnehmen. Und dann würde ich sagen, erstmal auf zum Grenzhaus. So. Genau da wollen wir hin. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwas Nützliches finden. So. Exakt hier, das haben wir uns noch nicht angeschaut. Irgendeine Maschine. Eine geheimnisvolle Konstruktion. Was sollen die Ventile, Räder und der ganze Krimskrams? Da. Hier haben wir auf jeden Fall ein Druckmesser. Aber was wir wollen, ist die Zange. Oh, die Zange hatte doch eine Funktion. Böse Überraschung. Ja, die hält da irgendwie ein Loch zu. Also müssen wir das Wasser abstellen. Probieren wir doch mal hier an dem Rad zu schrauben. Rührt sich nicht. Der Wasserdruck ist zu hoch. Okay, dann müssen wir erst den Druck erniedrigen. Na, hier war doch noch was. Genau, das Ventil. Probieren wir doch mal das. Nada. Nichts. Tja, könnte durchaus daran liegen, dass hier das Kabel zerrissen ist. Das Kabel ist zerrissen. Können wir das irgendwie wieder zusammenfügen? Die Kabelenden sind zu weit voneinander entfernt. Ich kann sie so nicht verbinden. Ja, dann müssen wir wohl irgendwas anderes dazwischen schalten. Und dafür verwenden wir April's Goldring. Hoffentlich brennt nichts durch. Wird schon gut gehen. Die Anlage läuft. Okay, ihr seht jetzt, das rote Licht leuchtet. Es soll natürlich am Ende grün sein. Und wir haben jetzt hier zwei Regler. Mit dem rechten schalten wir hier unten durch. Und immer da, wo das rote ist, das dreht sich nicht mit, wenn ich hier schraube. An der linken Seite. Und ja, wir müssen jetzt erstmal versuchen, diese ganzen Regler möglichst gleich zu schalten. Deshalb, ja, werde ich das jetzt erstmal machen. So, jetzt haben wir die zwei gleich. Jetzt nehmen wir das nächste und richten die danach aus und so weiter und so fort. Jetzt war ich natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie die stehen müssen. Ich glaube, waagerecht. Das ist jetzt natürlich blöd. Wäre natürlich gut gewesen, wenn das schon waagerecht gewesen wäre. Ja, dann schalten wir nochmal zurück. Machen das hintere waagerecht und machen das Ganze jetzt nochmal. Da funktioniert es ja wieder nicht. Obwohl, vielleicht. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Okay, die drei sind jetzt aber auf jeden Fall gleich. Oder ich mach mal eben. Geheimnisvoll. Huch,
Nein, wir wollen Schrauben. Ach, das war das Falsche. So, jetzt fehlt aber noch... Nee, 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 so jetzt. Jetzt sind die wieder gegenläufig. Ach ja. So. Aber nee, jetzt steht's ja... Nee, nee, wir müssen es schon versuchen, waagerecht zu bekommen. Aber es ist halt blöd. Am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt erstmal alle einheitlich haben. Und am Ende hoch. Nee. Und am Ende dann. Geheimnisvoll. Ist gar nichts geheimnisvoll. So. Die. Aber jetzt ist das halt wieder senkrecht. Wir müssen das eigentlich so schalten, dass eins waagerecht ist und die anderen gleich stehen, weil dann können wir es natürlich ausrichten. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie machen. So. Nee, halt. Zurück. Oder? Naja, wir könnten das jetzt. Warum ist denn das jetzt? Das ist doch nicht so schwer. Ja, ist auch schön so. Jetzt haben wir's. Und schwupp. Genau so. Und jetzt dürften wir hier dran schrauben können. Und. Wasser aus. Super, und dann nehmen wir uns die Zange. Alles klar, so. Da haben wir schon mal... Meinen Goldring nehme ich wieder mit. Das Kabel muss sowieso bald ersetzt werden. Okay. Und ich fürchte, damit haben wir Mickey wieder ein bisschen mehr Arbeit gemacht. Denn jetzt ist ja gar kein Wasser mehr da. So, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Café, besuchen Charlie kurz, sprechen mit ihm, ja, auch über vielleicht die Ereignisse der letzten Nacht, des letzten Abends. Vielleicht hat er irgendwelche Ideen oder Erklärungsvorschläge. Wer weiß. Und was sehe ich denn hier? Das Gummientchen. Ein Gummientchen. Es kommt mir ziemlich bekannt vor. Aber wie ist es hierher gelangt? Tja, hoffen wir mal, dass es irgendwie mit dem Kanal hier angeschwemmt wurde. Und damit gehört das uns. Und wir schauen mal, ja, bei Charlie vorbei, wie ich schon gesagt habe. Ich bin froh, dass du da bist. Ich muss mit jemandem reden. Ja? Ich auch. Was ist los? Ich habe merkwürdige Sachen erlebt. Erzähl du zuerst. Ich würde sagen, Ladies first. Ich habe merkwürdige Sachen erlebt. Tust du das nicht ständig? Nicht sowas. Ich dachte erst an Sinnestäuschungen, Nachwirkungen meiner Albträume. Aber gestern, tagsüber und abends. Gestern Abend? Das gibt's nicht. Ich auch. Was hat er denn gesehen? Was ist passiert? Hast du nicht gehört, was hier gestern Abend los war? Nein, erzähl es mir. Es war gestern gegen 23 Uhr. Ich stand hinter der Bar und habe nicht gesehen, wie es anfing. Aber dann hat sich die Musik verändert und es wurde totenstill. Ich ging zum anderen Ende der Bar. Irgendetwas nicht menschliches ist aus der Jukebox materialisiert. Es hat ein Instrument gespielt und die Leute erst nicht bemerkt. Alle starrten es stumm an. Dann sah es die anderen und verschwand einfach. Und dann haben sich alle angestarrt, auf die Jukebox gestarrt und dann ging der Abend weiter.
Als hätten alle beschlossen, es auszublenden. Unheimlich. Und obwohl wir, du und ich, nicht dasselbe gesehen haben, hatten die Erscheinungen bestimmt miteinander zu tun. Aber jetzt zu deiner Geschichte, April. Was ist geschehen? Es klingt ziemlich unglaubhaft, aber es ist die Wahrheit. Ich schwör's. Natürlich glaube ich dir. Als ich gestern Abend heimkam, sahen Fiona und Mickey fern. Ich habe mich dazugesetzt. Es war ein Dokumentarfilm über Regenwälder und... Was ist geschehen? Das Zimmer hat sich in einen Dschungel verwandelt. Ist das dein Ernst? Nein, ich lüge dich an. Natürlich ist es mein Ernst. Ich war doch da. Fiona, Mickey, ich. Wir haben alle dasselbe gesehen. Einen Dschungel. Aber nur ganz kurz. Dann war er fort. Einfach so. Und es war viel echter als ein Hologramm. Es roch nach Dschungel. Die Luft war schwer und feucht und es fühlte sich echt an. Nicht wie eine Simulation. Das Schlimmste war, dass es mir bekannt vorkam. Wie aus einem Traum. Ich erkannte den Dschungel. Ich war schon mal dort. Wo denn? Wie gesagt, im Traum. Und bei unheimlichen Erlebnissen der letzten Tage. Aber ich kann noch nicht darüber reden. Noch nicht. Ich verstehe. Ganz schön heftig. Unglaublich, wie ähnlich unsere Erlebnisse sind. Es macht mir Angst. Meinst du bist unter Drogen gesetzt worden? Oder dass du einen holographischen Versuch erlebt hast? Wäre dir das lieber als die Alternativen? Dass wir nämlich verrückt werden oder dass irgendwas Unerklärliches vor sich geht. Meinst du, die Alternativen sind besser? Ich weiß es nicht, April. Ich weiß nur, dass du, ich und eine Menge anderer Leute etwas sehr Reales erlebt haben. Ja, und zwar hat Charlie gerade von der Szene berichtet, die wir gesehen hätten, wenn wir also am Abend nicht zu Hause gewesen wären, sondern im The Fringe gearbeitet hätten. Und ich denke, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um euch diese Szene zu zeigen. Also viel Spaß dabei. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Zwischenschnitt gefallen. Und wir müssen jetzt wieder Cortez suchen gehen. Ich muss Cortez wiederfinden. Wird das jetzt zum täglichen Ritual? Ich hoffe nicht. Tja, das hoffe ich auch mal. Okay, und damit machen wir uns auch wieder direkt auf den Weg Richtung U-Bahn. Wir sind jetzt ausgerüstet mit einer Zange, auch wenn die uns wahrscheinlich bei dem Schloss nicht helfen wird. Aber wir können damit bestimmt ganz andere Sachen tun. Aber Charlie hat also auch merkwürdige Dinge gesehen und alle anderen Leute im The Fringe, das heißt auch Fiona, vielleicht hätten wir sie nochmal suchen sollen. Aber dafür ist bestimmt später auch nochmal Zeit. So, dann wieder zurück. So. Und was uns jetzt interessiert, ist das hier, die Funken. Deshalb schauen wir uns die mal genauer an. Neben dem Gleis läuft ein Starkstromkabel. Zwischen den beiden ist was eingeklemmt. Scheint ein großer Eisenschlüssel zu sein. Das hört sich doch interessant an. Und genau den werden wir jetzt versuchen, uns zu angeln. Kommen wir erstmal so ran? Ich käme mit bloßen Händen nur von unten ran. Aber das Kabel steht unter Starkstrom. Ja, dann sollten wir das lieber so nicht probieren. Allerdings. Ich stehe sowieso schon unter Strom. Nein, es muss eine andere Möglichkeit geben, den Schlüssel da hochzuholen. Genau. Und diese Möglichkeit werden wir dann im nächsten Video herausfinden. Zeit ist nämlich schon wieder vorbei. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.